Servus an, willkommen zurück zu WOD Replays. Ich bin Quelle. Wir sind unterwegs wieder einmal mit Ludomantis vom Clan Kuhn im T54 Modell 1 Stufe 8 Premium Russen, ein Medium mit ja, aktuell schon sehr guten Eigenschaften. Die werden demnächst noch verbessert. Da bekommt nämlich ein bisschen mehr Bums unter die Haube, das heißt mehr Leistung. Und ist zu seinen 44 km/h, die, ja, sagen wir mal, eher Maus sind für ein Medium. Die wird, ja, da wird deutlich spritziger. Und da bin ich mal gespannt. Der wird sich auf jeden Fall zum neuen Liebling mausern, wenn er, der ist jetzt schon gut, wird nachher noch besser. Panzerung ist recht gut. Irgendwo muss ja der Vorteil liegen, wenn man ein bisschen langsamer ist als Medium. Kanone ist ebenfalls exzellent. Wir haben 190 Durchschlag. Bei 250 Schaden mit 6,33 Sekunden Nachladezeit. Auf Premium-Munition sind wir bei 247 Durchschlag. Oh, E25 aufgeklärt, sehr schön. Und wir haben 330 Schaden mit der HE-Granate. So. Also eine schöne 100 mm Kanone. Haben ein Rationspack, Zusatzrationen. Ja, sieht aus wie Brot und noch irgendwas. Auf den Feuerlöscher komplett verzichtet, kleine Ersatzteilkiste und kleines Medipack. Ansonsten, wenn du das Video siehst, vielleicht schreibst du kurz rein, was du verbaut hast, wie deine Crew geskillt ist, also auf welchem Level die sind und was du geskillt hast, und wenn es gut läuft, vielleicht schreibst du dazu, wo die Crew normalerweise drin sitzt, in welchem Panzer, weil Premium-Fahrzeuge eignen sich sehr gut als Crew-Trainer. Nutze ich selber auch. Jawohl, blind. Blindschießen macht Sinn, wenn dahinter drei direkt ein Berg ist. So allerdings, selbst wenn dein Gegner steht, schießt man sowas wie hier zum Beispiel, geht das. Aber wenn man dahinter freien Raum hat, zieht die Kanone auf das nächste Ziel ein, das heißt weiter dahinter. Dann macht es natürlich nicht so den Sinn. So. So, wo sind wir gelandet? Auf Pokorovka. Wir sind im 8. Gefecht mit 6er und 7er Unterstützung. Verursachen sie 2500 Schaden an Jagdpanzern. Das werden wir nicht ganz schaffen heute. Da haben wir nämlich mit dem WZ einen, der das, wo das wirklich Sinn macht. Aber vom E25 werden wir wahrscheinlich recht wenig abbekommen. Okay, T150. Mit einer sehr mutigen Aktion. Ich würde mich jetzt aber nicht rauslocken lassen. Direkt durch den Turm, 281 Schaden. Das tat weh. Zwei zu zwei steht's. Der Gegner versucht da den Hügel einzunehmen. Ah, 830, das kann nur ein E25 sein. Sehr schön. Drei E25 fahren im Zug zu dritt. Das ist auch eine ziemlich linke Sacke. Alter Schwede. So. Zieht wahnsinnig schnell ein. Also kann man sich echt nicht beschweren. Und der wird echt noch verbessert. Oh Junge. 5 zu 6 steht's. Am Hügel läuft es ja, eher mittelmäßig. Vom Oni ist nicht viel zu erwarten. Der ist noch full live. Das heißt, er traut sich nicht so oft raus. Und das, obwohl alle schweren Panzer oben auf dem Hügel stehen und er einfach nur oben über die Kuppe drücken müsste. Ist nämlich aktuell komplett beschäftigt. Pilot kriegt die nächste Stelle verpasst. Oh, der war gut. Der war richtig gut. Der war richtig gut. Jawohl. Sehr schön. War zwar nicht dein Kill, hast immer noch keinen. Aber wir sind bei 1798 Schaden und bei 1687 B-Nacht. Nicht mal die Kette getroffen, das ist schwach. Okay, ab und zu trollt die Kanone. Dann macht das Ganze nicht so viel Spaß. E25 ist raus. Wie viel sind noch übrig? Zwei Stück. Da ist der WZ. Schön.
2500 Schaden am WZ, an Jagdpanzern bedeutet, du müsstest mindestens 10 Treffer ans Ziel bringen. Das ist schon ziemlich viel. Mal sehen. Abgeprallt. Pferd leicht angewinkelt. Gleich den nächsten und wieder abgeprallt. Schade. 8 zu 9. Läuft nicht so gut. Da ist ein E25. Kette ist gezogen. Aber sofort wieder repariert. Sehr schön. E25 verabschiedet sich. Bleibt noch einer übrig. T3485M schießt da vom Hügel. Und die Artillerie hängt direkt noch einen hinten dran. So. Wir reparieren die Kanone. Und werden uns hier ein bisschen zurückziehen. Eventuell auf die Seite wechseln, da wo der T43 ist. Und der Rheinmetall-Borsig Waffenträger, der sich da ein bisschen sehr weit zurückfallen lässt. Wir haben noch 3 Schuss Standardmunition, wir haben noch 26 Schuss Premium-Munition und 4x HAE dabei. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Ne, 25 ist noch da, ein WZ-111 ist noch da. Ein KV-85, ein M6, die M12 und der T-34-85. Okay, es steht 9 zu 10. Der Hügel gehört nicht uns. Was machen wir jetzt? Da drüben ist der WZ. Von dem bekommen wir leider nichts ab. Nimmt doch sofort unseren T43 raus. Das heißt 9 zu 11. Da ist der E25. Full life. Alter, was hat der für eine Schelle bekommen? Ja, bist du noch zu retten? Vom Rheinmetall-Borsig Waffenträger. Der hat mit Sicherheit mit HE geschossen. Das tat richtig weh. Alter Schwede, gerade eben noch full life und dann auf 61 runtergeschossen. Eieieiei, das war wie Brustwarzenkneifen. Ja? Tut richtig böse weh. So. Also gute Kanonen haben wir auf jeden Fall noch auf unserer Seite. Wir haben noch 2 Achter am Leben. Drüben nur noch einer und das ist der WZ. Und vor dem ist auch nicht mehr so viel übrig. Mal sehen, wie es beim Rheinmetall-Borsig Waffenträger aussieht. Ja, ist noch full life, sehr schön. Aber es ist halt auch in Gefahr gegen den WZ-111. Naja. So, M6 versucht da hinten über die Gleise zu fahren, auf der 6B. Hier haben wir die Artillerie. Guck, guck. Eins und direkt rammen. Kann man machen, auf jeden Fall. Macht außerdem jede Menge Spaß. Ne? Das ist schon mal klar. Gleich wieder rausziehen. Erst der WZ auf uns aufmerksam wird. Oben über den Hügel. Eigene Basis wird inzwischen noch nicht eingenommen, aber zumindest kümmert man sich bereits darum. Wahnsinnig gefährlich hier lang zu fahren, aber es wird nicht anders funktionieren. Wir müssen zurück zum Cap und dort versuchen, den Cap zu unterbrechen. 5300 BN8 haben wir, 2904 Schaden ausgeteilt, 660 Schaden ist abgeprallt. Also im Großen und Ganzen, Leute, wenn ihr euch den kaufen wollt, macht nichts falsch. Der wird noch besser. Der wird noch gebufft. Nicht, dass er das nötig hätte. Überhaupt nicht. Abgeprallt. Ja. Sehr schön. Einen noch. Vom Hügel droht keine Gefahr, wie es aussieht. Sehr schön. So. Im Vorbeifahren eben mal einen T-34-85 rausgenommen. Das ist halt der Nachteil von 6ern. Sehr schön. M6 schießt oben drüber. Wird direkt genullt. Und die Artillerie. Ne, der Rheinmetall-Borsig-Waffenträger nimmt einen M6 raus. Jawohl. KV-85 traut sich aus der Deckung. Riesenfehler. Dürfte normalerweise auch wenig Chancen haben gegen dich. Untere Wanne vielleicht. Sehr schön. Waffenträger hat noch nicht nachgeladen, sonst hätte der den rausgenommen. Das war's. 4 Kills, 4500 Schaden, sagen wir mal ziemlich genau. Schauen wir uns mal an, was die Auswertung sagt. Zuvor natürlich wieder, das ist der Original T-54 vom Mod 1. Gab es natürlich kein Foto. Schön in weiß, ganz unschuldig. Naja, wer es glaubt, wird selig.
So, High-Kaliber haben wir. Wir haben Confederate, Firefacts, Fighter, Duelland, Schläger und ein Einser. Ja, obwohl es eine ziemlich gute Runde war, liegt ganz einfach daran. Viele Sechser mit dabei und auch ein paar Siebener. Ja, da gibt es dann halt nicht ganz so viel XP. Basis-XP 1279. Also man muss ordentlich was leisten, wenn man das Ding zum Master fahren will. Ja, kauft euch das Ding, strengt euch an. Kannst nur empfehlen. So, 79.755 nehmen wir ein. 28.000 gehen das Rohr. Ein bisschen was für reparieren und ein bisschen was für Konsumgüter. Minus 1.500. Ah, es ist gerade Aktion. Sehr schön. Bleiben wir am Ende 46.625 netto übrig. Wir haben knapp 4.500 Schaden gemacht. Davon 2.283 über 300 Meter. Soll mal einer sagen, die russischen Kanonen sind nicht genau. Das ist einiges an Schaden über 300 Meter. Das ist richtig ordentlich. 1200 Schaden haben wir geblockt. Wir sind über 3 Kilometer gefahren. Im Großen und Ganzen eine wirklich sehr gute Runde. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Leute, fleißig draufklicken, mir ein Like da lassen fürs Video und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.